Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet the Diving Crew. Heute mal auf Deutsch und heute mit mir hier ist der gute Pizza. Hi. Hallo. Ja, wer bist du? Stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Erzähl ein bisschen was über dich. Also, ich bin Pizza und wie man vielleicht kennt, ich grow again das Game. Ich spiele in dem Team seit, weiß nicht, 7 Monaten? Sieben? Na, warte. Oder? Nee, Anfang Januar war es, glaube ich. Dann seit 6. Oder? Ja, 6, aber es ist trotzdem 6. Eine verdammt lange Zeit und vorher warst ja. Du schon die ganze Zeit da. Eben. Ich spiele im Team offiziell seit 6 Monaten, aber ich kenne das schon seit 9 oder 10. Ja, inoffiziell bist du eigentlich da, seit wir gegründet wurden. Ja. Ja, Pizza, wo kommt der Name her? Ist da eine Geschichte oder eine Bedeutung dahinter? Oder hast du einfach so gedacht, ja, so nenne ich mich jetzt? Also, anfangs habe ich das noch falsch geschrieben mit dem IE, weil das eine Anspielung auf meinen echten Namen ist. Aber wie ich jetzt unbedingt auf Pizza kam, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte keine Ahnung, was ich mich nennen soll. Also habe ich einfach irgendeine random Sache genommen, die neben mir liegt. Glaube ich. Ja, wenn man halt unkreativ ist, ne? Richtig. Entschuldigung. Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet, hatte Corona, also wenn ich hin und wieder mich ein bisschen räusper, tut mir das sehr leid. Ich versuche es zu minimieren, aber ich kann es nicht komplett unterdrücken. Ja, du spielst jetzt ja auch schon sehr lange Splatoon Competitive, seit DSB Season 1, glaube ich, ne? Genau wie ich. Ja. No. Aber was war deine Motivation, das Spiel anzufangen, also competitive zu spielen? Warum bist du deinem ersten Team gejoint? Ich habe damals ein Video gesehen, aka das, was du auch gesehen hast, glaube ich, das von Destiny Cast, richtig? Ja. Ich dachte mir so, ja, kann man ja mal ausprobieren. Es war ein Fehler. Jetzt bin ich immer noch hier, weil ich nichts zu tun habe. Habe ich noch Lust auf das Spiel? Absolut nicht, das machst du aber trotzdem noch. Ja, wir brauchen Splatoon 3 sehr, sehr dringend. Naja, und jetzt sind 2,5 Jahre vergangen, ne, nicht ganz, ungefähr, und ich bin immer noch hier. Ja, wir brauchen dringend Splatoon 3. Man merkt es ja, bei allen Spielern geht die Motivation ja im Moment rapide runter. Es wird einfach Zeit fürs nächste Spiel, auch weil die Meta so unfassbar festgefahren ist in so eine Scheiße. Richtig, und deswegen kann ich keinen Thunder spielen, das ist garbage. Ja. Es wird einfach Zeit fürs nächste Spiel. Man merkt es auch immer weiter an den sinkenden Spielerzahlen. Aber du hast ja gerade über Sander geredet, den du ja leider nicht spielen kannst. Aber was sind denn deine Main-Waffen? Sind die Waffen, die du spielst, und warum genau die? Also, hauptsächlich spiele ich Rap K-Rippet, weil es lustig ist, Leute abzuwecken zum Mob in der Top kommen. Aber in meinem Herzen will ich Thunder One Trick werden. Es gibt ein Problem. Die Waffe ist nicht playable. Leider. Deswegen spiele ich sie immer gegen Low-Level-Bobs. Weil die Waffe viel zu viel Spaß macht. Aber ich darf sie nicht spielen, weil sie garbage ist. Oh, ich weiß noch, dass 1x25 gegangen bist mit dem Ding. 28. Stimmt, 28, boah, das war lustig. Und in Low-Egg hast du sie auch einmal gespielt, als sie schon 2-0 geführt haben. Ja. Das war, Alter. Also wenn ihr Pizza gegen euch auf Sander seht, dann wisst ihr, entweder er trollt komplett oder er weiß das, oder er hat keine hohe Meinung von euren Spielkünsten. Genau. Jetzt weiß das jeder. Egal. Ja, als du hier angefangen hast, hast du ja auch noch Maschinen gespielt. Wie bist du überhaupt hier bei uns gelandet? Also, du warst ja von Anfang an da, aber wie überhaupt? Wie bist du hier gelandet? Warum? Was machst du hier, du dummer Mix? Was? Ich weiß es echt selber, nicht meine Zeit betreiben, I guess. Aber wie ich hierher gekommen bin? Ganz einfach. Ich war vorher bei RE für ein halbes Jahr, bis wir gestanden sind. RE ist Royal Elite, das genau. Team von, Christian / Misu, Pizza, Alex und Nia, wobei Nia ja nicht offiziell bei uns ist, aber Christian, awesome. Pizza und Alex sind ja bei uns. Und ja, also nur zur Erklärung,
Genau. Haben wir aufgehört, CPs zu spielen, weil es Garbage ist. Haben ein halbes Jahr nichts gemacht. Dann kann Christine in. Wo ging sie rein? Ich glaube, Sandstorm für einen Monat oder so. Ja, für, ich glaube, DSB Season 3 oder so war die dann. Genau. Dann war Typhoon da. Darüber brauchen wir reden. Und dann kamst du und Christine auf die Idee, ja, wir machen ein Projekt. Genau, ja. Da dachte ich mir dann so, ja, gucken wir mal mit rein, spielen zwischendurch mal mit, wenn die irgendwie brauchen. Irgendwann habt ihr dann Tryouts gesucht. Und dann war ich einfach mal dabei. War ein Fehler. Und jetzt bin ich hier. Ja. War ein Fehler, dich reinzulassen. Ja. Vor allem, jeder Tryout spielt nicht mehr die Waffen, die ihr im Tryout gespielt habt. Aber doch, ja, Wash. Und Alex. Genau. Wobei Alex hat ja nicht mal ein richtig offizielles Tryout gemacht. Genau. Alex war halt so, ja, jo Alex, kannst du einen Monat haben, solange Pizza weg ist. Und dann dann sind sie nach einem Monat, jo Alex, hast du Bock zu joinen? Basically. Ja, auch wenn das Game jetzt quasi tot ist und wir einfach nur noch auf Split 3 warten und die Zeit vertreiben, was ist so dein größtes Ziel, was du in Competitive erreichen willst? Egal ob jetzt in Split 2, auch wenn ich glaube, dass wir da nicht mehr so die größten Ziele haben, oder in Split 3, gibt es da irgendwas Besonderes, was du erreichen willst, irgendwie 2-8 mit Sander oder sowas? Oder willst du einfach das Spiel entspannt spielen und halt gucken, was passiert? Hauptsächlich will ich das Spiel entspannt spielen. Ich meine, Lone Match zu gewinnen wäre nice. Ja, absolut. Aber wie gesagt, momentan habe ich keine Wünsche, weil mich juckt das Game nicht mehr. Ich spiele es aber nur for fun. Also mehr oder weniger. For fun. Eher um Zeitverfall. Aber naja. Ja. Mit Split 3 wird sich da wieder natürlich auch vieles ändern an. Ja, genau. An unserer Gesamtmotivation. Wir spielen ja im Moment auch recht wenig zusammen, einfach weil das Spiel nicht mehr so den Spaß macht, den es früher mal gemacht hat. Aber in Split 3 wird sich dann natürlich wieder vieles ergeben, wieder viel mehr Motivation und so. Und dann werden wir sehen, wie weit wir da kommen, ne? Genau. Aber jetzt haben wir über die Vergangenheit geredet, über die Zukunft geredet, was deine Ziele so sind. Aber was ist deine Lieblingserinnerung an Kompetition? Es kann eine Zeit sein, eine ganze oder ein bestimmter Moment. Irgendwas, was neben Split einfach mit den Leuten oder ein bestimmtes Turnier, gibt's da was, woran du dich erinnerst? Einerseits das größte Meme der Welt von mir. Ich habe 2 Jahre auf meine Medaille von 1 gewartet. Und die ist also von DSB. Das war eine ganz interessante Zeit. Wann ist die jetzt bei dir angekommen? Vor einer Woche oder so. Heißt, du kriegst in DSB Season 1, also 2020, eine Medaille. Und jetzt taucht sie bei dir auf, das ist. Genau. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Ja. Bloß nicht mal die ist so verspätet. Sonst noch einmal? Weiß ich nicht. Weil ich kann mich dann kaum Sachen erinnern. Das ist das Problem. I'm sorry. Das Einzige, was ich noch ganz gut fand, war das Ende von DSB Season 8, weil da waren wir nicht letzter. das Lustige ist, das letzte Match war das erste Match, was wir verloren haben. Danach haben wir, davor haben wir alles 5-0. Ja gut, ne? Ja, und dann kam Sky um die Ecke. Sky ist halt einfach cracked. Ja. Schon immer gewesen. So ein Macher, ich liebe den Typen. Wir haben schon viel über Splatoon 3 geredet, dass wir es brauchen und dass wir hoffen, dass natürlich wieder die Motivation so ein bisschen hochschiebt. Aber was ist so deine größte Hoffnung für Splatoon 3 als Spiel? Egal, ob es jetzt was mit dem Spiel selber oder mit der Community oder CP zu tun hat. Worauf hoffst du am allermeisten? Eine Sache sollte klar sein: Thunder wird playable. Wir hoffen alle. oder sagen wir so, Under ins gesamte Playable. Weil ich habe damals ja auch Kanda gespielt, zwischendurch mal. Undercover mit diesem, wie heißt das, Bubble Shield und Splatbomb wäre halt schon ein nice Kit so.
würde ich mich sehen. Mein. Vielleicht, dass wieder mehr Leute CP spielen, weil das sind momentan echt wenig. Ich meine, würden mehr Leute spielen, würden wir auch nicht Div 2 gekommen wären. Safe nicht. Das stimmt, ja. Also ich meine, man muss halt sagen, Div 2 war halt schon, also Div 2 DSB war ein bisschen ein Overseed für uns, weil so, wir sind gefühlt genau dazwischen. Ich glaube, wir wären halt in Div 3 ziemlich gut klargekommen. Ja. Aber Div 2 halt, ja, nicht ganz so gut. Das ist halt scheiße, wenn man so genau zwischen den Divs steckt. Ja. Aber, also ist natürlich auch cool und das Meme lebt da weiter, dass ich bisher in keiner DSB-Season in derselben Div gespielt habe, zweimal. Aber irgendwie war ich das auch nicht. Trotzdem war es halt irgendwie bisschen, ich weiß nicht. Also nicht komisches Seeding, ich kann es verstehen, aber ich hätte mich absolut nicht beschwert, wenn sie uns in Div 3 gesteckt hätten. Und es hätte keinen gewundert. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder bei der letzten Frage für heute. Hast du irgendeine Geschichte, die du teilen willst, irgendein Statement, irgendein Zitat oder so, was du anbringen willst, was du den Zuschauern noch mitgeben willst? Wenn es mal sein sollte, dass ihr mit mir im VC seid, passt auf, ich bin sehr weird und gebt die dümmsten Kommentare der Welt. Das kann ich bezeugen, ich habe mehr als genug Erfahrung. Nein, man muss nur meine Codes durchlesen, das ist schon bescheuert genug. Richtig. Ja, alles klar, auf jeden Fall dir vielen, vielen Dank fürs hier sein. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, das hier aufzunehmen. Oh wait, fuck, ich hab noch was vergessen. Du bist so ein Idiot. Ich weiß. Und zwar mein guter alter Rainmaker Choke der Welt. Oh nein, oh. Das ist der Grund, warum ich Rainmaker, wie heißt die Map? Humpback hasse. Weil ich mir dachte, ja, die Gegner sind gewiped. Wir stehen vorm Podium. Was mache ich? Erstmal runterspringen. Oh mein Gott. Ich muss gucken, ob ich den Clip finde. Ja. Aber ich denke, ich finde ihn. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's auch geklippt sonst. Muss nur Routen suchen. Boah, es hat sich nicht gelöscht. Ich glaube, das muss löschen, ja. Ja, also nehmt schon mal Schmerztabletten. Das hat richtig weh getan. Ja, danke, dass du hier warst. War sehr, sehr lustig. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen beim Zugucken. Ja, danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns in irgendwann einem der nächsten Videos. Mal gucken, was es dann für eins ist. Haut rein, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.